So, hier sind wir nun in der Bibliothek oder in meinem Ausstellungsraum. Und hier haben sich inzwischen seit 1994 450 verschiedene Tischtennisbücher angesammelt, von denen die wertvollsten natürlich die Bücher aus dem Jahre 1902 sind. Arnold Parker, ein damals sehr bekannter Ping-Pong-Spieler, war der Erste, der Bücher zum Spiel Ping-Pong, wie es damals genannt wurde, geschrieben hat. Aus deutscher Sicht ganz besonders interessant ist dieses Buch. Das deutsche Mädchenbuch von 1902. Ein Professor Koch aus Göttingen schrieb in diesem deutschen Mädchenbuch zum ersten Mal über Ping-Pong, ein vorzügliches Zimmerspiel, und er beschreibt darin die besonderen Vorzüge des neuen Spiels, das aus England kam, hauptsächlich geeignet für Mädchen. Schon da kann man deutlich erkennen, die verschiedenen Schlägerarten, die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts benutzt wurden. Und zum ersten Mal wird beschrieben, wie man denn das Spiel ausüben könnte. Ein besonderes Highlight in der Sammlung ist dieses Buch. Weltbekannt, 20 Man Up von Richard Bergmann, dem viermaligen österreichischen und englischen Weltmeister, mit dem Autogramm von 1953. Im Internet kommt es ab und zu mal zum Verkauf eines solchen Buches und die Preise liegen derzeit bei ungefähr 500 Euro für ein solches Exemplar. Vermutlich dann noch unsigniert. Das ist durchaus möglich. Etwas ganz Besonderes ist das Buch vom Ungarischen Tischtennisverband, zum 50-jährigen Jubiläum des Ungarischen Tischtennisverbandes herausgegeben, in Ungarisch, Englisch und Deutsch geschrieben. Vermutlich ist es das kleinste Tischtennisbuch der Welt, wo die Ungarn, hier ist Van Junior, ihre Weltmeister und weltmeisterlichen Spieler vorstellen. Eva Kotschian, die erste Europameisterin von 1958. ...1994 lernte ich dann auch Colin Clement kennen. Colin Clement ist derzeitig und schon seit langen Jahren Rules-Komitee-Vorsitzender der ITTF. Und er, wie so viele andere, die ich im Laufe meiner Sammeltätigkeit kennenlernte, machte mir ein Geschenk von fast unschätzbarem Wert. Er schenkte mir nämlich ein Programmheft der ersten Weltmeisterschaft, die 1926 in London ausgetragen wurde. Als internationales Turnier, als Europameisterschaft geplant, stellte man hinterher fest, dass 8 in London wohnende indische Studenten an dieser Meisterschaft teilgenommen haben. So wurde diese Meisterschaft später dann zur ersten Weltmeisterschaft proklamiert. Ein solches Programmheft ist unter Sammlern natürlich von unschätzbarem Wert. Für mich von fast gleich hohem Wert ist dieses Buch, das ich 1995 vom
bayerischen Tischtennisverbandspräsidenten Klaus Wagner geschenkt bekam. Der bayerische Tischtennisverband hatte 1995 sein 50-jähriges Jubiläum und machte eine Ausstellung und bat mich, eine Ausstellung in Weißenburg zu machen. Man hatte den Söller des gotischen Rathauses für mich organisiert und es war die wohl bisher schönste Ausstellung, die ich jemals hatte. Als kleines Dankeschön für diese Ausstellung schenkte mir Klaus Wagner dieses gebundene Buch von der Weltmeisterschaft 1959 in Dortmund mit Zeitungsausschnitten, mit Pressefotos, natürlich mit dem dazugehörigen Programmheft. Und mit allen Resultaten. In dieser Form wohl einmalig. Neben allen Programmheften von allen Europameisterschaften, die seit 1958 ausgetragen wurden. Hier haben wir das Programmheft der Europameisterschaft Budapest 1958, wo Eva Kotschian Europameisterin geworden ist. Und Programmheften von einer Vielzahl von internationalen Turnieren, internationalen Meisterschaften sind weitere Bücher besondere Highlights in meiner Sammlung. Dabei sticht ganz besonders hervor dieses Autogrammbuch. 1989 hatte ich mich beworben, Attaché einer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Dortmund zu sein. Hans Giesecke, damals im Präsidium, immer noch im Präsidium des Deutschen Tischtennisbundes, hatte eine besondere Aufgabe für mich. Er brauchte nämlich jemanden, wie er sagte, der auch schwierigere Situationen überstehen könnte und gab mir, nicht wie erwartet, eine chinesische Mannschaft oder Schweden oder gar die deutsche Mannschaft. Nein, ich durfte die Mannschaft von Palästina betreuen. Im ersten Moment war ich natürlich enttäuscht. Palästina, können die überhaupt Tischtennis spielen? Es hat sich im Laufe des Turniers gezeigt, dass die Palästinenser nicht ein einziges Spiel gewinnen konnten, obwohl ich sie während der Meisterschaft noch zusätzlich ein bisschen trainiert habe. Aber das war auch nicht das Problem der Palästinenser, denn die wollten mehr Politik machen und zeigen, wir sind ein selbstständiger Staat. Okay, was dabei herausgekommen ist, ich hatte die Möglichkeit, durch den Präsidenten des Arabischen Tischtennisverbandes Rabih Al-Turk an fast alle Spieler heranzukommen. Und so ist ein Autogrammbuch entstanden von dieser Weltmeisterschaft. Antonio Samaranch, Unterschrift, damals IOC-Präsident, im vorigen Jahr, in diesem Jahr leider verstorben. Und hier die Autogramme aller teilnehmenden Nationen. Und das Besondere dieses Buches ist, es fehlen insgesamt nur 6 Unterschriften von allen teilnehmenden Spielern. Hier die Unterschriften der chinesischen Nationalmannschaft. Hier die Unterschriften natürlich auch der deutschen Weltmeisterschaft, Weltmeister im Doppel, Jörg Roskopf und Steffen Fetzner. Und hier die Unterschriften der Mannschaftsweltmeister und des Einzelweltmeisters Jan-Ove Waldner und Jürgen Persson.